Hallo an das Kollektiv der Skorpione und all diejenigen, die den Skorpion im Sonnenzeichen, Mond, Aszendent oder der Venus haben. Mein Name ist Julia Aurelia, ich darf für dich jetzt die Karten legen zum Thema Du und dein Seelenpartner im Oktober. Ich gehe rein mit dem Seelenreise-Tarot, das siehst du hier auf der linken Seite im Bild, verlinke ich dir unter dem Video. Dann gehe ich anschließend mit dem Carl Gray rein, oben hier, Energieportale, Aktivierungskarten und klären dann später nochmal die Gegenseite, sprich, wie sieht denn eure Geschichte von Seiten deines Seelenpartners aus mit dem Golden Art Nouveau Tarot. So, und dann würde ich sagen, schauen wir mal in das Kollektiv der Skorpione. Was haben wir denn hier? Oh, okay, wow. Wir haben tatsächlich die Energie von Zerstörung. Wow, ziemlich, ziemlich schwierig hier. Zerstörung und Täuschung mit der Sieben der Schwerter. Sorry. Sieben der Schwerter ist auch eine Energie. Vielleicht versucht sich jemand hier davon zu schleichen, aus dem Staub zu machen. Vielleicht hast du dich getäuscht in einer Angelegenheit, wo hier etwas zerstört ist, zerstört wurde. Vielleicht hast du dich täuschen lassen hier. Der ein oder andere kann es mit sehr egoistischen Menschen zu tun haben, bis hin zu Menschen, die teils narzisstische Züge haben. Und da macht es tatsächlich auch Sinn, jemand, der hier nicht ganz ehrlich ist, ja, in einer Angelegenheit, wo du dich getäuscht hast oder wo jemand dich vielleicht sogar absichtlich getäuscht hat. Lass uns mal weiterschauen. Und schauen wir mal, was hier jetzt scheint. Ja, und da haben wir den König der Kelche. Ja, da sehen wir natürlich grundsätzlich hier erstmal. Der König der Kelche ist natürlich der König der Liebe. Es könnte deine Energie sein als Skorpion. Klar, hier Wasserzeichen. Aber zeigt mir natürlich auch, dass hier eine tiefe Verbundenheit, eine tiefe Liebe ist. Aber auch das Thema Zerstörung. Zerstörung. Ja, für diejenigen, wo das jetzt nicht das Thema Egoismus, Narzissmus ist, aber definitiv die Energie der Niederlage, die hier eine Rolle spielt. Mensch. Niederlage, Täuschung. Sich aus dem Staub machen. Mit etwas davonkommen. Vielleicht versucht jemand hier mit etwas davonzukommen oder ist mit etwas davongekommen. Lass uns mal weiter reinschauen in die Energien der Skorpione. Skorpion. Okay. Ja, und da haben wir auch nochmal der Mond. Und der Mond sagt mir grundsätzlich als unterliegende Energie Unsicherheiten und Ängste, die hier eine Rolle spielen, macht Sinn mit den 5 und den 7 der Schwertern. Auch Unsicherheiten und Ängste, weil man vielleicht den Weg nicht ganz klar sehen kann und nicht genau weiß, wie es weitergeht. Oder Unsicherheiten und Ängste aufgrund dessen, dass mit dieser Karte man da vielleicht noch irgendwas im Verborgenen ist. Ach, gerade wenn es da um Lügen geht oder um Betrug geht, kann es wirklich sein, dass hier irgendwas im Verborgenen liegt. Ja, König der Münzen. Ja, grundsätzlich, der König der Münzen kann natürlich jetzt ein Stier, Steinbock oder eine Jungfrau sein. Hier im Zentrum der Kartenlegung. Aber, und darum geht es auch mit dieser Karte ganz besonders, nämlich mit den Thematiken Familie zu Hause. Ne? Der König ist der Versorger der Familie. Vielleicht geht es grundsätzlich jetzt darum, um Stabilität und Sicherheit zu integrieren hier, um vielleicht der Versorger oder um den Versorger der Familie. Ne? Lass uns mal schauen. Ich bin gerade mit den ersten Karten und was hier gerade drunter liegt, gerade so ein bisschen, das ist eine ganz schöne Wucht, die da ist. Da bin ich gerade ein bisschen umgehauen tatsächlich. Lass uns mal schauen. Was ist denn hier die Herausforderung? Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Ich habe nur das Gefühl, ich möchte mir mal einen Überblick verschaffen über die aktuellen Energien für den Oktober. Finanzielle Aspekte oder berufliche Aspekte können hier ebenfalls eine Rolle spielen, jetzt innerhalb einer Partnerschaft und Beziehung oder einer, sagen wir mal so, einer Seelenpartnerschaft, egal welcher Stand das, sage ich mal, ist. Ob ihr jetzt zusammen seid oder nicht, du wirst wissen, um wen es hier geht mit deinem Seelenpartner. Und es gibt hier die große Herausforderung, gefühlt ist Klarheit zu bekommen oder dass die Wahrheit hier auf dem Tisch liegt. Das ist die Blockade, das ist die Herausforderung. Denn das ist das, was die Gerechtigkeit macht. Die schätzt etwas recht objektiv ein, um die Wahrheit der Situation so gut es geht einschätzen zu können, um dann eine faire Entscheidung zu treffen, sodass jeder das bekommt, was er verdient hat. Das scheint hier die Problematik zu sein.
Eine Situation, vielleicht der Anteil dieser Karte, eine Situation einschätzen zu können, die Wahrheit herauszubekommen. Vielleicht ist das die Schwierigkeit. Vielleicht ist die Schwierigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist die Schwierigkeit hier vielleicht auch eine sehr stark karmische Situation. Klar, die Gerechtigkeit immer mit der Thematik von Karma. Und all das gefühlt bezieht sich wiederum auf Stabilität, auf Sicherheit, das Zuhause, die Familie. Aber nicht nur das Zuhause und die Familie, sondern ich würde tatsächlich sagen, die Familienplanung oder die Planung über das langfristige Zuhause. Der König der Münzen ist jemand, der weiß, die traditionellen Sachen zu schätzen, sprich traditionelle Werte, eine Partnerschaft, die geprägt ist von Loyalität und Treue. Das muss alles ganz ordentlich sein. Die Finanzen, der Beruf, das Zuhause, die Familie. Das ist so das klassische mein Haus, mein Auto, mein, keine Ahnung, fällt mir gerade nichts anderes ein. Ja, das ist auch ein bisschen ideenlos von mir hier, ne? Ja, gut, aber du weißt, was ich meine, ne? Da ist jemand, der sehr viel Wert auf diese Thematiken legt. Und normalerweise hätte ich nur die Karte, würde ich sagen, hey, das ist doch super. Geht es gerade in eurer Seelenpartnerschaft um die ganzen Ziele bezüglich Beruf und Finanzen, das im Zuhause, Familie? Aber, naja, wir hatten das Vormischen gesehen. Und da sage ich mir, da ist einiges im Argen und einiges im Unklaren. Lass uns mal ein bisschen weiterschauen. Wir gehen hier, in deine Gedanken, ein radikales Ende. Ja, du denkst über ein radikales Ende nach, ein Schlussstrich. Letzten Endes könnte das sein, was hier mit einer Entscheidung zu tun hat. Also vielleicht ist das etwas, wo du sagst, okay, das ist die Problematik hier, eine Entscheidung wirklich zu treffen und etwas loszulassen, zu beenden. Gleichzeitig sagt man mit den Zehn der Schwertern auch, dass es das Ende einer schweren Phase ist oder ein schweres Ende. Also irgendwas scheint hier zu sein, wo du sagst, gerade auch mit der Energie von Täuschung oder Betrug oder Konflikte, die man nicht überwinden kann, Zerstörung. Das ist natürlich eine recht heftige Geschichte hier, ne? Und da kann ich natürlich verstehen, insofern, dass das vielleicht ein Ende ist, worüber du nachdenkst, über all die schwierigen Sachen. Ein Ende über ein Ende der Lügen, ein Ende der Täuschung, ein Ende dieser zerstörenden Energie, wo jemand vielleicht nicht ganz ehrlich und aufrichtig war, wo vielleicht auch was im Verborgenen stattgefunden hat hier, ne? Also sehr, sehr heftige Energien. Dann natürlich insofern kann es Sinn machen, sich jetzt mehr auf den König der Münzen zu fokussieren, nämlich auf die Fakten der Realität, ne? Das ist das Bodenständige, also bodenständig jetzt mal ganz pragmatisch zu schauen, alles klar, wie geht's denn jetzt in der materiellen Welt weiter? Und darauf bezogen, gibt es gefühlt Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu treffen oder etwas wirklich klar zu sehen. Wir haben Bewegung. Emotional gesehen bewegt sich bei dir vieles. Es könnte sein, dass es viele Dinge gibt, die, weil wir ja hier auf der emotionalen Ebene sind. Und dann die Acht der Stäbe ist schon die Karte, wo man sagt, viele Dinge passieren recht gleichzeitig oder auf einmal. Man ist vielleicht ein bisschen gestresst und überwältigt. Also als Energie, das, was du fühlst, würde ich sagen, du fühlst dich ein bisschen überwältigt, bist gestresst, vielleicht weil so viele Dinge zu tun sind, weil jetzt einiges ins Rollen kommt. Aber ich habe auch das Gefühl, emotional gesehen bewegt sich bei dir viel. Also, wie kann ich das anders formulieren? Da ist viel Bewegung in deinen Emotionen. Das könnte sein, dass das dass du mit vielen Emotionen zu tun hast, jetzt gerade im Oktober bezogen auf dich und deinen Seelenpartner hier, ne? Da ist also sehr viel. Auch da wieder das Thema, was vielleicht überwältigt dich das, vielleicht überwältigt dich diese Emotionen, die da auftauchen. Aber es kann im Prinzip auch eine Überforderung sein, aufgrund dessen, dass vielleicht gerade so viel in Bewegung ist. Auch das wäre eine Möglichkeit hier. Es kann auch sein, dass du dich emotional gesehen jetzt, dass du emotional Fortschritte machst und dich irgendwie weiter bewegst. Lass uns mal schauen, was haben wir denn hier in der Vergangenheit? Eigentlich den Stern. Oh. Ja, der Stern. In der Vergangenheit gab es eine Situation, wo du vielleicht neue Hoffnung hattest oder das Gefühl hattest, hey, das ist der richtige Weg. Das ist die Karte von dem Gefühl, hey, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Oder dass die geistige Welt, wenn hier sagt, hey, du bist auf dem richtigen Weg. Also
Irgendwas in der Vergangenheit war sehr, hat dich erfüllt mit Hoffnung für die Zukunft und hat sich richtig angefühlt. Es war so, ja, das ist die Richtung, in die es gehen soll. Vielleicht war es eine Neuausrichtung auf irgendeine Art und Weise, das könnte sein, aber definitiv eine tolle Karte hier in der Vergangenheit. Aber ich habe das Gefühl, das hat sich anders entwickelt als erhofft. Mich wundert es tatsächlich, dass wir die fünf der Kelche noch nicht hier haben. Gerade mit dem Vormischen und dem, was hier passiert ist. Die Enttäuschungen, dass sich Dinge anders entwickelt haben, als ursprünglich gehofft oder erhofft. Nun gut, lass uns mal weiterschauen hier. Was kommt denn in der nahen Zukunft? Ja, die Karte des Todes ist auch deine Karte, ne? Tiefe Transformation. Vielleicht hast du es mit einer Waage zu tun, einem Wassermann. Hier hatten wir ja schon Erdzeichen oder hier auch noch ein Skorpion. Grundsätzlich die Karte des Skorpions könnte hier bedeuten, dass du vielleicht wieder mehr in deinem Element bist. Du bist mehr in deiner Kraft. Das ist deine Powerkarte im Prinzip, deine Kraftkarte. Also können wir zum einen sagen, hey, wo auch immer du gerade durchgehst, da ist dieses radikale Ende. Viele Dinge, die in kurzer Zeit passieren, sehr viel Bewegung, auch emotional gesehen oder im Unterbewusstsein auch, das wäre möglich. Du kommst hier gefühlt wieder in deine Power, in deine Kraft, in deine Stärke. Aber es muss hier etwas sich radikal verändern. Es muss etwas losgelassen werden, definitiv. Und das ist im Prinzip die Karte, wo man sagt, man steht. Der Phönix aus der Asche, der vorher verbrennt, der einen alten Teil, ein altes Ich, eine alte Identität loslässt, um hervorzusteigen in die neue Identität, in das neue Selbst, in das neue Sein, hat aber etwas Altes losgelassen. Und deswegen sehe ich die Karte des Todes in der Regel tatsächlich als etwas, das dich tief transformiert. Ja, das könnte bedeuten, dass durch die innere Transformation du etwas im Außen loslassen kannst oder im wahrsten Sinne jetzt irgendwas loslassen kannst. Und hin und wieder könnte das andersrum zu deuten sein, dass ein Ende einer Situation zu einer tiefen Transformation führt. Aber, also deines Charakters. Aber wenn die Karte des Todes kommt, dann weiß ich, es ist eine Transformation, die dich tief in deinem Inneren beeinflusst. So, jetzt schauen wir mal, wo stehst du denn? Aha. Aha, du stehst hier im Mangel. Es kann sein, dass du etwas oder jemanden vermisst. Zum einen. Zum anderen haben wir hier den Mangel, was im Prinzip auch wiederum Sinn macht mit dem Vermissen. Aber es ist ein Mangel an Wärme, ein Mangel an Liebe, ein Mangel an Finanzen, ein Mangel an Punkt, 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 ein Mangel an Selbstwert, ein Mangel an Selbstbewusstsein, Selbstliebe, was auch immer. Deine Energie präsentiert sich hier als Mangel. Vielleicht ist das das, was sich jetzt verändert. Vielleicht ist das das, warum jetzt der Fokus auf die Fülle ist. König der Münzen hier. Wie auch immer, aktuell zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Legung mache, sind wir noch nicht angekommen in der Energie des Todes. Da sind wir eben hier und jetzt. Plus, das ist aktuell deine Energie, der Mangel. Und da habe ich das Gefühl, das ist das, was sich hier verändern und transformieren wird. Die Sache ist die, mit diesem Mangel oder Mangelbewusstsein haben wir hier natürlich eine kleine Problematik, weil wenn du im Mangelbewusstsein bist, ist das der Punkt deines Manifestierens. Das heißt, aus einem Mangel heraus in die Fülle zu kommen, da darf sich was in deinem Denken verändern. Da darf sich was verändern, vielleicht auch in Hinsicht auf, hey, ich bin es wert. Ich bin es wert, hier in der Fülle zu leben, wie der König der Münzen. Aber diese Fülle, wenn es hier um finanzielle Fülle geht oder Fülle in der materiellen Welt, der König der Münzen weiß auch, das ist harte Arbeit. Das kommt nicht von heute auf morgen und das kommt auch nicht, wenn man so ein bisschen Larifari macht. Der König der Münzen weiß, mit harter Arbeit, wenn man am Ball bleibt, kann man sich die Fülle aufbauen. Und der König der Münzen wird dich dementsprechend immer ermutigen, hey, wenn du jetzt die Arbeit reingibst in die Angelegenheit und am Ball bleibst und das nährst, zuverlässig bist, Verantwortung übernimmst für dich, dein Leben und deine Fülle, dann wirst du hier in die Fülle kommen. Also, wir sehen hier tatsächlich eine Legung, wo ich sagen würde, eine tiefe Transformation, die mit dir persönlich zu tun hat, aufgrund der Situation der Vergangenheit, die sich erstmal hier zeigt als neue Hoffnung, wo es jetzt aber um ein radikales Ende geht. Soll ich dem aber sagen? Also für den, was mir gerade,
Ich habe das Gefühl, vielleicht bist du aktuell auch dein Seelenpartner. Wir haben ja mehrere Seelenpartner. Ich habe das Gefühl, für den einen oder anderen kannst du dich hier sehr angesprochen fühlen, was deine persönliche Weiterentwicklung angeht, weil es so intensiv ist. Lass uns mal schauen. Gehen wir mal in die nächste Karte. Das ist nämlich, wie zeigt sich dein Gegenüber? Hier, da ist die Veränderung. Die Person, das wäre quasi sein Seelenpartner. Welche Energie bringt dein Seelenpartner, Seelenpartnerin rein? Die Veränderung. Hier kommt eine große Veränderung, die geht gefühlt aus von dem Seelenpartner, mit dem du es hier zu tun hast, von der gegenüberliegenden Seite quasi. Und schau mal, hier das Rad, da die Bewegung. Aktuell hält dich, was aktuell gerade die Problematik ist, ist hier die Wahrheit herauszufinden oder eine Entscheidung zu tun, zu machen. Und es kommt eine große Veränderung, die mit einem Loslassen zu tun hat. Und gleichzeitig ist das dann dadurch natürlich auch die Karte der Wiedergeburt. Ja, was sind deine Hoffnungen? Ich gucke mal, Hoffnungen hier. Ritter der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Finanzielle Fülle, in der materiellen Welt. Dein Zuhause aufbauen, deine Familie aufbauen, die Finanzen aufbauen, dein Business aufbauen. Das haben wir hier, ne? Also, das ist ganz, ganz spannend. Hier die Energie, dort die Energie und hier bei dir aber aktuell der Mangel. Wow. Und dann natürlich gucken wir hier nochmal hin, Unsicherheiten und Ängste aktuell. Wie entwickelt sich das weiter zwischen dir und dem Seelenpartner? Da haben wir die Sonne, ja, die Sonne und der Mond. Guck mal, wie Tag und Nacht hier. Also das Ding ist, die Energien verändern sich von Unsicherheiten und Ängste in die Klarheit, in das Selbstbewusstsein, in die Kraft, in die Stärke, in den Erfolg, in die Sorglosigkeit. Also was auch immer dir aktuell wirklich hier, wir haben zwar nicht die 9er Schwerter hier, aber die 10, was auch immer dir Kummer und Sorgen bereitet hat in der Vergangenheit mit den 5 und den 7 und hier den 10 Schwertern. Es kommt eine so große Transformation hier auf dich zu, die in das Glück führt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es hier für dich gerade um eine ganz, ganz tiefe, spirituelle, persönliche Transformation geht. Ich sage ja, wir sind in der Skorpionlegung. Wir haben hier die Karte des Skorpions in der nahen Zukunft. Das ist das, was auf dich zukommt. Du kommst wieder in deine Kraft, in deine Stärke, in deine Energie. Gehst nochmal durch diese Phönix aus der Asche-Energie hier empor. Und wenn wir uns einmal angucken, hey, wie entwickelt sich die Situation? Dann haben wir hier die nahe Zukunft, da die Entwicklung und wir sehen eine Transformation ins Glück, eine Transformation in den Erfolg, in die Sorglosigkeit, in die Fülle, in die Wärme, in die Liebe. Gefühlt das, was du vermisst, wir haben all das hier in der Zukunft, was auf dich wartet. Ich bin mega gespannt, wie sich diese Situation jetzt weiterentwickelt. Ich bin mega gespannt. Schauen wir uns doch mal die Situation von der Seite deines Seelenpartners an. Was fühlt dein Seelenpartner für dich? Was denkt dein Seelenpartner über dich und die Situation? Wo steht dein Seelenpartner grundsätzlich generell gerade? Und was ist die Herausforderung, jetzt die größte Herausforderung für deinen Seelenpartner? Wir sehen, Seelenpartner präsentiert sich hier mit dem Schicksalsrad. Große Veränderung. Zusammenhängt mit einer Transformation. Hoffnungen und Wünsche, Stabilität, Sicherheit aufbauen, beruflich als auch privat mit Familie oder Haus, Wohnung. Ja, ich bin gespannt. Wir werden auch noch einen Tipp für dich ziehen und was die wahren Absichten und Intentionen sind deines Seelenpartners für euch. Das Ganze gibt es jetzt in der Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Links unter diesem Video in der Infobox. Der erste führt zu Vimeo. Da hast du die Möglichkeit, dir das Einzelvideo anzuschauen und auch runterzuladen. Und der zweite Link ist der zu Patreon. Dort wirst du mit der Mitgliedschaft dir immer alle Erweiterungen direkt anschauen können. Also, ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Also, bis gleich.